Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute zur Late Night auf den Lausitzring. Ganze 3 oder 4 Tage, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, wir befinden uns im E36 und wir ballern mit dem E36 auf das Event hin. Natürlich tun wir den E36 trailern, weil mit dieser riesen Frittentheke, da brauche ich erst gar nicht in Deutschland fahren, weil da erwartet mich die Todesstrafe. Ich bin heute mit dem Philly unterwegs, den kennt ihr schon von ein paar Videos, genauso wie Ronislav, die kleine Rakete. Und ich bin mega hyped, wie das Ganze hier ankommen wird. Sicher, dass die Dinger halten. Hey Ronny, ja, hier steht da. Frittentheke XXXL. E1 TÜV geprüft, Quelle vertraut mir, Bruder. Ja, was willst du mehr? Das hält. Ich hab dich abgenommen, ne? Ja. Ja, ist so, vertrau mir, Bruder. Alter, das sind immer noch die Duschkabinenwände. Scheiß drauf. Digga, ich habe die Karre weder gewaschen, noch sauber gemacht, noch ausgesaugt. Das Ding kommt einfach so, wie es einfach schon seit Monaten vor meiner Halle steht, einfach aufs Treffen. Ich gebe da einen totalen Fick drauf, dass das Ding dreckig ist. Deswegen ganz entspannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns dann gleich auf dem Lausitzring. Let's go. It's about time that you show up. You came around when I blow up. A lot of fake shit, there ain't no love. Gotta watch out for snakes, you a cobra. About time that you show up. You came around when I blow up. A lot of fake shit, there ain't no love. Gotta watch out for snakes, you a cobra. Got me heating like a brand new stove. I'ma run it up cause I need that dough. Fuck up in the truck, pull up in the roof. She gon' let me fuck cause she think I'm chosen. She ain't no way I'm on it. So potent, flex up my slogan. Next up, next up, they know this. So, wir sind angekommen auf dem Event. Alter, ist schon ziemlich wild. Wir müssen erstmal das Auto abladen. Ich muss dann auf Achse reinfahren. Der Trailer kommt dann hier zu den anderen hin. Und mit dem T4 kommen wir dann auf den Campingplatz. Bin mega gespannt. Jetzt wird erstmal der Koffer abgeladen. So, wir sind angekommen. Ich habe jetzt meinen Platz gefunden, irgendwo im Lärm. Ich habe gerade einen Abonnenten getroffen. Der ist hier von Just Over. Und der hat mir gerade so einen runden Stick gegeben. Und wenn man da sein Handy dran hält, kommt man auf mein Instagram-Profil. Also, wie fett ist das denn? Also, Digga, voll wild. Auf jeden Fall danke für den Support. Schaut gerne da mal vorbei. Wirklich kostenlose Werbung. Ne, ich mag das ja so, wenn Leute von klein an anfangen. Da unterstütze ich das gerne. Schaut gerne mal vorbei. Und ich probiere es dann euch gleich nochmal zu zeigen. Das ist dein Produkt, das musst du platzieren, keine Ahnung, glaub hier am besten, oder? Ihr habt dir da was hingelegt. Ja, also hier auf die Scheibe, ja? Hier. Ja, genau, das wird schon irgendwie. 8 cm zum Boden vom Körper eingehalten. Alter, die 8 cm, die piss ich. So, genau das ist das Dingsbums. Und zack, kommst du auf mein Insta-Minsta-Profil. Genau. Nice, das Shit. Alles klar, alles in der Videobeschreibung verlinkt, feiere ich auf jeden Fall. Easy. So, E36 ist jetzt erstmal abgestellt. Jetzt ist wichtig, auf den Campingplatz zu gehen und das Zelt aufzubauen, weil jetzt bin ich noch nüchtern. Später kriege ich das nicht mehr hin, deswegen Regel Nummer 1, bevor du trinkst, obwohl ich es eh schon gemacht habe, Zelt aufbauen, weil das wird sonst später nichts. Also, das sieht schon ziemlich wild aus hier. Also, das Gestell war aber vor dem Pavillon. Und, Alter, ist das dein Fallschirm von der Bundeswehr? Das ist ein Fallschirm von der Bundeswehr, ja. Ja, oh, das ist so ein Kunde, ey. Okay, eine Seite schon mal geschafft. Jetzt müssen wir den Rest zusammenbauen. Ich habe absolut keinen Plan davon. Feel the cheapness. Ach, Feli, du kannst ja gut blasen. Heute darf mal jeder blasen. Oh, da hätte ich mal so ein geiles Bett wie du, ey. Scheiß Pissmatratze für 15 Euro, ey. Alter, das kannst du nicht. Wir sind die ganze Zeit am Aufpumpen. Ich guck so, hier ist ein Stöpsel und der ist die ganze Zeit offen. Verpiss dich. Nee. Ich hasse mein Leben. Alter, wir haben es endlich geschafft. Alter, das wäre schon längst aufgepumpt gewesen, Alter. Aber dieser scheiß Drecksdeckel da vorne. Oh ja, so sieht eine fette VIP-Lounge aus. Oh, und?
Da kommen dicke Vibes hoch nach aus unserem Community-Projekt. Genau die gleiche Decke als Sternenhimmel gab. Jetzt gibt's erstmal Essen. Hier wird dick Nudel gekocht. Sind die schon weich? Ah, fuck, ist heiß. Ihr gönnt euch die Nudeln. Ich habe hier mein spezielles Werkzeug. So, wie ein echter Mann. Und bei mir gibt's einfach kalte Miracoli. Scheiß drauf, Digga. Ist eh schon warm genug. Mach die nicht mal warm, einfach so gleich essen. Und dann durch. Oh, Digga, ich habe Kohletabletten vergessen, Alter, wegen Durchfall. Ist das dein Ernst? Hast du Kohletabletten? Sehe ich aus, als hätte ich Durchfall. Naja, komm, scheiß drauf! Zelt ist aufgebaut. Es geht jetzt erstmal auf die Rundstrecke. Man hört es wahrscheinlich schon, die Leute sind am Fahren. Wir gehen einfach mal die Tribüne, mal in die Boxengasse. Ich probiere ein bisschen was für euch mitzufilmen. Und danach ist Viertelmeile und danach können wir auch eigentlich noch Autos angucken. Das wird ein kleiner Highlight-Vlog. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go. Sorry, ich habe mich verlabert. Es ist jetzt erstmal Viertelmeile. Wir gehen uns das Ganze jetzt mal angucken. Ich habe sowas noch nie richtig, sage ich mal, von nahen angeguckt. Ich war immer so der Typ, ich war immer beim Driften. Ja, und dann gehen wir das Ganze jetzt mal anschauen. Ich kenn's auch heute. Verpiss dich! Mach's gut! Ciao, Alter! Ciao, Alter! Verpiss dich, Junge. What the fuck? Wow. Alter! 9,3? Oh fuck. Oh fuck. Scheiße. Scheiße, ey. Voll eingeschlagen, ey. Alter, Viertelmeile war richtig brutal, Junge. Also richtig wild. Und wir probieren uns jetzt hier rein zu sneaken, um mal hier die Rundstrecke reinzumachen. Ja, lass einfach reinlaufen, gut ist. So, ich, Digga, wenn mal meine Werkstatt so aussehen würde. Ich sage euch ehrlich, beste Idee gewesen, hier reinzugehen. Ui, guck mal hier, zwei Skylines, ein GTR und wahrscheinlich GTST. Muss mal hier reinschauen. Ui, da sehe ich mich. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Und hier haben wir den GTR. Alter. Ey, auch die Farbe, ne? Auch echt geiles Lila. Aber nicht das, was ich lackiere. Da oben haben wir vorhin gesessen. Und jetzt sind wir hier in der Boxengasse. Oh, Digga, super, verpiss dich. We'll be right back.
hat die Feuerwehr gerade gesagt, sie müssen noch weiter löschen. Sie werden jetzt mit dem Spreizer den Kofferraum öffnen, um den Brand weiter zu löschen. Das ist so krass, das einfach mal live zu sehen, Digga. Ist auch ganz ehrlich, ey, auch Respekt an dich, ey, ihr seid alle hier rausgerannt mit den Feuerlöschern. Mega Respekt, mega cool, ey. Alter Ronny, hättest du damit gerechnet, dass sowas passiert? Alter, mir tut's so leid für den Besitzer, Alter. Ey, das ist so krass. Aber ich bin halt echt sauer, dass die nicht mehr Feuerlöscher hatten. Ja, das ist er, wir sind alle hier komplett mit Feuerlöscher hingerannt. Weil, da stehen sie ja alle. Okay, aber es geht aber noch. Ronny ist so ein Ehrenmann, einfach mit seinem Pullover alles putzt. Großen Respekt nochmal an die Feuerwehr, ihr wart super schnell da. Ja, also, ey, so wie die Feuerlöscher aus waren, ihr wart da, ihr habt mega geilen Job gemacht. Also, echt ohne Scheiß, mega geil, danke auf jeden Fall. Alle Wertsachen gerettet aus dem Auto. Und alle Wertsachen gerettet, ey, ohne Scheiß, wirklich mega gut, ey. Es tut mir mega leid für dein Auto, aber, danke, ey, gerne. Ohne Scheiß Respekt, dass ihr da so schnell agiert habt. Das ist echt krass gewesen. Das war gerade Sachen von Minuten. Ja, alles heile. Und alles heile und Ronny hat's getrocknet, richtig geil, ey. Mega, mega cool, danke nochmal auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, und ich sag mal so, Alter, und das war nur ein Fahrsicherheitstraining, ne? Alter, das war ja nicht mal Rennen ohne Starten, gar nichts. Das war ja einfach frei rausfahren, Fahrsicherheitstraining. Alter, ohne Rennen, das hätte echt anders ausgehen können, ey. Verdammte Scheiße, Mann. Alter, die Feuerwehr ist so korrekt, wir haben nur mal gefragt, ich tue jetzt extra über die Karre waschen. Alter, wenigstens das, ey. So, ich bin jetzt erstmal versorgt. Ich habe jetzt mal kurz Bier und Brezel geholt für den Kollegen, dass er erstmal runterkommt von dem Schock. Und ja, jetzt wird die Karre erstmal weggeschleppt. Also das, was gerade passiert ist, ist eine ziemlich wilde Nummer. Bevor ihr jetzt in den Kommentaren schreibt und bla, hört es euch erstmal an, was überhaupt passiert ist. Ja, ich habe mit dem Martin auch gesprochen vom Bro Performance, dem der M4 gehört. Ja, ich habe ihm auch die Videodateien geschickt, ja, auch für seine Versicherung. Ziemlich, ziemlich wild. Ja, meine Moral aus der Geschichte ist, auf jeden Fall, nachdem ich gesehen habe, dass da 8 Feuerlöscher und 10 Leute da sind und das da nichts hilft, auf jeden Fall hat mir das zu denken gegeben, dass ich meine Autos auf jeden Fall noch sicherer bauen werde. Ich werde beim Turbo-Umbau nicht sparen an Verschlüssen zur Ölleitung. Ich werde da nicht in die unterste Schublade greifen, sondern es hat mir wirklich zu denken gegeben, wirklich die Autos noch sicherer zu bauen und bei solchen Sachen lieber dann noch ins Hörregal zu greifen, ey. Ja, ich sitze jetzt erstmal am E36 und mit dem werden wir jetzt erstmal zurück ins Lager fahren. Bei mir ist ein bisschen so die Laune gekippt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem erstmal bisher gefallen, aber ich habe gerade keine Motivation mehr irgendwie, sag ich mal, jetzt noch weiter das Video zu filmen, irgendwie Autos zu filmen. Ich meine, es gibt genug Leute, die ja Carpons filmen, so deswegen ganz entspannt. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieser Mittwochsvlog hier gefallen. Ich nehme Abschied aus dem E36. Late Night war mega geil, war mal komplett was anderes für mich und ich denke mal, nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Deswegen danke euch auf jeden Fall und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.